passiert hier in dem Duell. Fischb gegen Thurgau und schon ist das erste Goal da! Obi. Und da ist 2-2. Goal für den HC Thurgau. So lala, ich meine, wir haben schon mehr gehofft, dass wir es heimrecht haben in den Playoffs. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt im Playoff-Viertelfinale gewischt und schauen wir dort weiter. Ich hoffe, dass wir dort eine gute Serie anlegen können. Also unsere Saison war sicher sehr durchzogen gewesen. Und nichtsdestotrotz haben wir viele Auf- und Abs gehabt, trotzdem haben wir alle können schlagen. Und darum gehe ich mit einem Goethe-Gefühl in die Playoffs. Thurgau ist sehr ein guter Gegner. Wir haben genau gleich viel Bingen in der Qualifikation. Das heisst, es wird sehr eine enge Serie, es wird eine lange Serie. Aber wir freuen uns extrem auf dich. Ja, ich glaube, es wird sehr hart umkämpft sein. Wir wissen, Wisp ist eine starke Mannschaft. Aber wir wissen auch, was wir können. Und wir werden uns sehen am Dienstag im ersten Match und hoffen, dass es gut rauskommt. Ich glaube, wir bringen viele Sachen mit, was es braucht in den Playoffs. Wir blockieren viele Schüsse, blockieren. Wir sind defensiv gut eingestellt. Jetzt müssen wir hoffen, also schauen, dass wir vorne noch die eine oder andere Chance reinhauen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass es gegen Wisp alles möglich ist. Weil wir einen sehr guten Mix haben, unsere erfahrenen Spieler, unsere jungen Spieler. Und weil die ganze Saison wir viel Auf- und Abs hatten, ist das sicher etwas, das wir gestärkt haben, daraus kommen. Ja, für uns als Mannschaft ist es extrem wichtig, die Unterstützung von euch. Kommt bitte zahlreich in die Lonza-Arena, da können wir das zusammen meistern. Also an die Fans würde ich sagen, wir sind die ganzen Fans der Liga. Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Schauen wir, dass wir in Wisp gute Stimmung haben und nachher daheim in der vollen Güte. Hopp, herzlich willkommen.